So, wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Heute haben wir ein kleines Video zum Thema Atomic Picnic. Atomic Picnic ist ein Roguelike Koop Shooter Dingens. Ihr werdet es gleich sehen. Erinnert mich sehr an Risk of Rain. Was nehmen wir denn hier? So, ich habe hier mal den Grenade Launcher benutzt. Ich habe mich schon ein bisschen eingespielt bei dem Game, aber ich hoffe, das passt so, dass es hier nicht ganz blind ist. Aber das ist die Demo, die ist aktuell beim Steam Next Festival. Könnt ihr selber ausprobieren, wenn ihr möchtet. Und meines Verständnisses ist auch so ein Ziel hier, dass wir hier überleben. Das Ganze ist eine Pre-Alpha, also sprich... Oh. Okay. Hey, not bad. Wir haben getroffen. Und das Ganze ist ganz nett, finde ich bisher so ein bisschen, wenn man... Also klar, natürlich, es ist kein Risk of Rain. Noch nicht, anyway. Okay, also der ist ein bisschen von der Accuracy ein bisschen schwer. Und ja, hier so ungefähr die Map. Also hier sieht man, hier fehlen ja noch Texturen, glaube ich. Also ich vermute, da kommen noch Texturen hin. Und ja, das sieht so ein, hat so ein bisschen diesen, ich weiß nicht, ich würde sagen, leichten Fortnite-Look. Vom Grafikstil her. Aber ansonsten hat es auch so ein bisschen wirklich dieses klassische Cell-Shading und so weiter, ne? Und das ist, fand ich jetzt bisher ganz nett. Man muss hier 10 Minuten lang surviven. Habe ich bisher nicht so arg hinbekommen, wa? Oh, der Grenade Launcher hier wird uns hoffentlich gut beistehen. Soll ich schon ein Level-Up bekommen? Oder ein, ich weiß nicht genau, wie man das hier nennt. Okay, das mit der Minigun ist vielleicht nicht die beste Idee, wa? Damage Multiplier und Fire Rate. Ich verstehe zumindest den Sinn dahinter, weil du damit halt einfach so ordentlich Damage rausbrechen darfst. Und das Ganze hat ganz nettes Movement. Also ihr seht hier zum Beispiel unten meine beiden Cooldowns. Das sind meine beiden Dashes, die ich gerade benutzt habe. Und ja. Okay, wir haben hier nochmal. Das ist definitiv ein Bug, nehme ich an. Ist zumindest ganz nett, dass die Minigun aufgeladen bleibt, während ich dashe. Das hätte definitiv schlimmer sein können. Von dem her aber ganz nett eigentlich so. Ricochet, Vampiric Shot, wir nehmen Vampiric Shot, glaube ich, ja. So ein bisschen Heilung nehme ich an. Wir gehen mal kurz ein bisschen woanders hin, wa? So, und ja, unsere Aufgabe ist es, das Ganze zu machen. Das Ganze kann man, soweit ich weiß, auch schon im Koop spielen. Also, die Koop-Option ist da, was glaube ich auch tatsächlich die beste Art und Weise sein wird, das Ganze zu spielen. Okay. Und ja, es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ich muss nur sagen, natürlich aktuell irgendwie keine musikalische Untermalung, nicht sicher warum. Könnte man hier auf jeden Fall sich ganz gut vorstellen, dass ja noch irgendwie eine Musik dazu kommt. Der Item Shop wurde renewed, okay. Weiß nicht, ob mir da was bringt, aber... okay, gut. Dann gehen wir da halt nicht hoch. Ich bin mir nicht sicher, wie man das Movement noch macht, aber... Lernt mal alles noch dazu. Tracking Shot, sicher. Also sind das hier diese... okay, also mit diesen... die Crystal sammelt man ein, okay. Okay, die haben wir ein bisschen vernichtet. Das Problem ist einfach nur, es ist trotzdem, wir sind ein bisschen so... okay, holy shit.
glaube, das Ganze wird im Koop ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl. Ja, der wird immer mal Vampiric Shot auf jeden Fall. Ja, Gott. Die sind gut im Tracking, das ist lustig, ja. Und da haben wir noch natürlich die Exploder-Viecher. Es ist, ne? Ich meine, verstehe mich falsch, der Creeper in Minecraft ist schon sehr ikonisch, aber diese ganzen anderen Selbstmordviecher sind echt nicht so lustig. Ich könnte damit durchaus auch ohne leben. Ah. Oh, ganz vorsichtig. Oh, ganz vorsichtig. Ich muss eigentlich jetzt kurz zum Item Shop und dort irgendwas holen. Ein Damage Bonus haben wir jetzt geholt. Oh Gott, okay, ich glaube, wir verrecken. Oh nein. Oh nein, okay, gut, da haben wir gerade mit unserem Vampiric Shot ordentlich durchgebrezelt. Ja, da hat er geblockt. Ah. Und ihr hört auch mit eurem guten Tracking. Little Mac has appeared. Wer zur Hölle ist Little Mac? Oh nein. Oh Gott. Oh, das ist Little Mac. Oh. Gut, da ist Little Mac, ne? Da ist... Ich bin tot. Was wollt ihr denn? Ah! Der Game ist nicht ganz bugfrei. Aber ist ganz lustig. Kann man mal ausprobieren, kann man sich auf die Wunschliste setzen. Wir gucken uns noch ein paar andere Sachen an. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen.